Leute, hier wieder Death Monkey SC mit einem kleinen Unboxing. Dann wollen wir mal sehen, was der Jude, alte Postbote, uns denn heute mal bringt. So, machen wir auf. Hat nämlich ganz schön lange gedauert. Ich glaube, der Typ ist besoffen an der Autobahn irgendwo eingeschlafen oder was weiß ich nicht was. Hat nämlich echt lange gedauert diesmal. Gucken wir mal, ne? Ihr dürft ausnahmsweise dabei sein. Aber nur ausnahmsweise. Was gibt's hier, Alter? So. Oh. Zack. Mal wegpacken, ne? Geht heute nämlich nicht viel an. Ho, 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 ho. Könnt ihr schon erkennen, was das ist? Schöne Dinger, ne? Nein. Die haben richtig Gewicht, du. Das sind ja nochmal die gleichen. Habt ihr ja schon gesehen. Ich mache von der anderen Seite. Das sind mal schöne Dinger, ne? Mit ein bisschen anderen Profil als die anderen. Ich habe ja schon mal so ein kleines Video gemacht. Unboxing Louise Reifen. Könnt ihr unten weiter sehen. Also gerne auf meinen Kanal gucken, wenn ihr euch die anderen nochmal angucken wollt. Ich zeige euch die gleich nochmal vom Profil. Da mache ich ein extra Video. So, dann, was haben wir denn hier? Oh. Einmal RPM. Stoßdämpferschützer. Was haben wir hier? RPM Bulkheads. Was haben wir hier? Boah. Auch von RPM. Schönes Ding. Nochmal ein paar Bulkheads von RPM. Nochmal ein paar Radträger. Schönes Ding, das wird ein bisschen stabiler, die ganze Geschichte. Und was haben wir hier noch? Oh. Das wird ein schönes Tuning, sag ich nur. Und hier nochmal ein paar Schützer. Das ist nämlich für den IMAX, der braucht ja 8. So, und nochmal ein paar neue Sleeper-Belege. Dass das auch ordentlich sleept, das Ding, ne? So, meine Freunde, wie ihr seht, der Karton ist leer. Gehen in die Leere. Schönen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch was. Den Rest seht ihr dann später in Nahaufnahme.